Hallo liebe Sternzeichen Löwe, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Legung für den August ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum August mitgeben können und starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was können dir die Karten zum August verraten? Was kommt da auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien sind besonders präsent bei dir in den kommenden Wochen? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum August erhalten? Und da haben wir bereits alle drei Karten aus diesem Deck für dich. Und zwar einmal das Wurzelmädchen mit dem Thema das verleugnete Selbst und der Nummer 46. Außerdem die Überfahrt mit dem Thema Initiation und der Nummer 54. Und dann haben wir noch das Glücksrad mit dem Thema Glück und richtiges Timing und der Nummer 23. Für manche könnte sich hier am 23. August etwas Relevantes abspielen. Jemand könnte 23, 54 oder 46 Jahre alt sein. Oder diese Zahlen resonieren ansonsten irgendwie mit dir. Aber ich sehe hier, dass manche sich diesen Monat sich selber annähern, einem verleugneten Teil ihrer selbst annähern. Und vielleicht mal Liebe schenken. Ich habe das Gefühl, es gibt einen Teil von dir, dem du dich annäherst, du überquerst diese Brücke hin zu einem Teil von dir, den du vielleicht auch noch gar nicht entdeckt hast. Oftmals sehe ich dieses Wurzelmädchen hier vielleicht als, ich sag mal, inneres Kind oder einen Teil von uns, dem wir bisher noch nicht genügend geliebt und akzeptiert haben. In diesem Fall fühlt es sich aber irgendwie so an, als wäre das ein Teil von dir, den du noch gar nicht wirklich entdeckt hast. Ein Teil, den du noch gar nicht wirklich ausgelebt hast. Und deshalb ist das hier ein Mädchen, ein kleines Kind, weil es erst dabei ist, sich zu entwickeln, dieser Teil von dir. Es gibt hier einen Teil von dir, dem du dich annäherst, dem du näher kommst, der sich hier entfaltet und der heranwächst. Und vielleicht entdeckst du diesen Teil von dir im August das erste Mal so wirklich. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl hier mit dem Glücksrad auch, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um dich dieser Seite von dir anzunähern, um diese Seite von dir zu entdecken und zu entfalten. Sehr, sehr interessant. Also ich habe das Gefühl, dass du neue Seiten an dir entdecken wirst in den kommenden Wochen, dass es da Aspekte deiner selbst gibt, die du noch nicht gesehen hast. Und die sich jetzt für dich entfalten. Das können Talente sein, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Das können Charaktereigenschaften sein. Das können Gefühle sein, die du vielleicht so vorher noch nie wirklich empfunden hast. Irgendwelche Eigenschaften. Und ich glaube, du wirst dich darüber freuen, diese Eigenschaften zu entdecken. Es wird sich gut anfühlen. Denn mit dem Glücksrad, Glück und richtiges Timing, für mich sieht es so aus, als würdest du hier recht glücklich sein im August. Gerade weil du eben auch das Gefühl hast, ja, ich entwickle mich weiter. Ich entdecke neue Seiten an mir und nicht nur das, vielleicht entdeckst du auch, was diese neuen Seiten an dir in deinem Leben verändern können, wie du diese neuen Seiten nutzen kannst, zu deinem Vorteil hier mit dem Glücksrad. Ich habe das Gefühl, dass diese neuen Seiten dir helfen können, in neues Terrain vorzudringen und ja, neue Orte zu entdecken, neue Möglichkeiten zu entdecken.
Indem du dich selber mehr entdeckst, entdeckst du, was noch alles für dich möglich ist, wovon du dir vorher nicht mehr erlaubt hast zu träumen. Okay, das sieht sehr, sehr positiv aus. Wir legen jetzt die Tarotkarten dazu und starten hier mit dem Prinz und Tod-Tarot, welches mir von zwei wunderbaren Damen zugeschickt wurde, die dieses Deck selber kreiert haben. Und das möchte ich natürlich unterstützen, deshalb schauen wir mal, was die Prinz- und Tod-Tarot-Karten dir zuerst einmal zum August mitgeben können. Was solltest du noch wissen, liebe Sternzeichen Löwe, zum August? Was spielt sich da bei dir ab? Was kommt auf dich zu? Und natürlich wünsche ich dir auch einen wunderbaren Geburtstag und hoffe, dass du eine schöne Zeit mit deinen Liebsten verbringst, dass du dich ordentlich feiern lässt. Welche neuen Seiten entdeckst du an dir? Welche Möglichkeiten offenbaren sich dir dadurch vielleicht auch? Wie kannst du diese Seiten an dir nutzen? Und was spielt sich ansonsten im August bei dir ab? Wow, das war etwas chaotisch. Eine Karte hat sich aber aufgedeckt, die ich auf jeden Fall dazu legen möchte. Wir haben hier auf jeden Fall die 8 der Kelche und die 4 der Kelche und zwei weitere Karten lege ich aus diesem Deck noch dazu, bevor wir dann zur Erklärung übergehen. Zum Schluss gibt es auch noch eine Starseed-Orakelkarte und hier haben wir noch die 3 der Münzen. Was sollte das liebe Sternzeichen Löwe zum August wissen? Und hier haben wir die 6 der Kelche. Okay, wir gehen die Karten der Reihe nach durch und starten mit der Erklärung der 8 der Kelche. Worum geht es mit der 8 der Kelche bei dir zu Beginn des Monats? Was kommt hier ungefähr in der ersten Augustwoche auf dich zu? Und da fallen direkt 3 Karten raus. Was schön ist, wir haben hier den Wagen, die 2 der Stimmen und die Sternkarte. Die Sternzeichen Krebs und Wassermann könnten hier für manche Anfang August eine Rolle spielen. Muss aber nicht sein. Ich sehe auf jeden Fall, dass du dich ja auf etwas zubewegst. Du überquerst diese Brücke auf deinem Wagen. Ich sehe hier auf jeden Fall Vorwärtsbewegung in Richtung deiner Ziele, in Richtung deiner Wünsche. Interessanterweise habe ich für manche das Gefühl, dass sie noch gar nicht wissen, dass sie sich vorwärts bewegen. Hier kommt so ein bisschen durch, dass du vielleicht Anfang August noch damit beschäftigt bist, dir Gedanken zu machen, was möchte ich wie tun, was will ich überhaupt in einer Situation. Aber trotzdem bewegt sich dein Wagen schon vorwärts. Ich habe das Gefühl, dass manche hier noch so ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt sind, in Gedanken, aber dein Leben bewegt sich bereits weiter. Neue Energien kommen bereits auf dich zu. Du wirst bereits über diese Brücke geführt in Richtung dieser neuen Aspekte von dir selber und in Richtung dieser neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Ich habe das Gefühl, dieses Rad dreht sich, dieses Glücksrad dreht sich. Ein Moment, der dir Glück bringt, der kommt bereits für dich im August. Und selbst wenn du vielleicht das Gefühl hast, noch hier irgendwo so ein bisschen dir Gedanken machen zu müssen, ich glaube, du wirst in Richtung dieses Glücksmoments geführt. Ich glaube, Dinge verändern sich für dich bereits, selbst wenn du das Anfang August vielleicht noch gar nicht so wahrnimmst. Okay, aber das Universum, Gott, woran auch immer du glaubst, führt dich bereits in eine sehr positive Richtung, ohne dass du es vielleicht siehst. Also ja, nimm dir vielleicht Zeit, um Dinge aus der Vergangenheit nochmal zu verarbeiten und zu überlegen, was du machen möchtest. Aber ich habe das Gefühl, während du überlegst, wirst du bereits in die richtige Richtung geführt.
Und das ist schön, weil, wie soll ich das sagen, wenn deine Lebensumstände dir bereits zeigen, was der richtige Weg für dich ist, dann brauchst du dir nicht mehr ganz so viele Gedanken machen. Dann wird es sich vielleicht offenbaren, ohne dass du da selber extrem stark nach Lösungen suchen musst. Übrigens, wenn du etwas oder jemanden emotional loslassen möchtest, dann ist dafür Anfang August ein sehr guter Zeitraum. Okay, ich habe das Gefühl, du wirst unterstützt dabei, Dinge loszulassen, die dich emotional noch belastet haben Anfang August, damit du eben bereit bist, dich diesen neuen Seiten und Möglichkeiten zu öffnen und dich auf diesen Glücksmoment einzulassen, der hier auf dich zuzukommen scheint. Okay, das heißt, wenn es noch irgendjemanden gibt, von dem du dich getrennt hast oder wo es irgendwie Abstand gibt und das belastet dich noch irgendwie, du kannst diese Person jetzt vielleicht hinter dir lassen. Oder wenn es irgendeine Situation gab in deiner Vergangenheit, die nicht ganz fair war oder die dich verletzt hat oder sowas in der Richtung. Ich glaube, du kannst Anfang August das Ganze emotional abschließen und davon heilen, denn darum geht es auch mit der Sternkarte. Okay, lass uns die vier der Kelche ansehen. Wofür steht die hier bei dir ungefähr in der zweiten Augustwoche, liebe Sternzeichen Löwe? Was solltest du noch zum August wissen? Was kommt auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Zu vier der Kelche haben wir den Herrscher. Sternzeichen Widder könnte hier für manche eine Rolle spielen. Worum geht es hier genau mit der vier der Kelche und dem Herrscher? Ungefähr in der zweiten Augustwoche. Und da haben wir den Knaben der Inspiration, Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Das kann natürlich deine eigene Energie sein, aber eben auch eventuell die vom Sternzeichen Widder hier in deinem Umfeld. Ist ja auf jeden Fall Kommunikation, Austausch, der Knabe der Inspiration oder der Stäbe kann oftmals ein Botschafter sein. Die Muse der Stimmen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier ein Gespräch geben könnte, wo dir jemand mitteilt, womit er oder sie nicht ganz zufrieden ist. Okay, ich habe das Gefühl, dass es hier jemanden geben könnte, der endlich ehrlich ist in Bezug auf die Dinge, die jemanden unglücklich machen. Okay. Für manche kann das auch ein Luftsternzeichen sein, Wassermann, Waage, Zwillinge, was hier mit dir kommuniziert. Aber ich sehe Kommunikation ziemlich eindeutig, denn auch die Muse der Stimmen kann für Nachrichtenaustausch, Gespräche etc. stehen. Aber hier scheint jemand ehrlich mit sich selbst zu sein, ehrlich mit anderen zu sein und zu sagen, es gibt hier eine Situation, mit der ich nicht zufrieden bin. Es gibt eine Situation, in der ich vielleicht sogar unglücklich bin und Veränderung brauche oder will. Es kann sein, dass hier jemand sagt, ich habe vor, dies oder jenes zu ändern und du solltest das einfach wissen, weil es dich vielleicht auch mit beeinflusst. Es kann natürlich auch sein, dass du mit jemandem über Dinge sprichst, die dich irgendwie unglücklich machen. Aber das Schöne ist, ich habe das Gefühl, hier geht es nicht nur darum, irgendeine Frustration rauszulassen und sich zu beschweren und zu sagen, ich bin so unglücklich, sondern ich sehe auch, dass diese Person sehr offen für Lösungen ist, beziehungsweise sich eventuell selber schon Gedanken gemacht hat, was hier Möglichkeiten sind, um diese Angelegenheit zu lösen. Und ich glaube, diese Kommunikation, die hier stattfindet, ist ein Teil davon. Ja, jemand übernimmt hier Verantwortung wie der Herrscher. Jemand kommuniziert klar und direkt und ehrlich wie die Muse der Stimmen. Jemand ist flexibel und kreativ, wenn es darum geht zu überlegen, was kann man hier tun.
Okay, das sind sehr gute Voraussetzungen, um hier tatsächlich eine Lösung zu finden oder ja, etwas an dieser Situation verändern zu können. Ich hätte hier trotzdem gerne noch mal eine Erklärung. Lass uns die Tarot-Karten dazu legen. Was ist das hier für eine Situation, in der jemand unzufrieden ist? Aber ich habe das Gefühl, jemand gesteht sich dasselbe hier ein. Und vielleicht war das vorher nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, dass es hier jemanden geben könnte, der oftmals versucht, sehr stark zu sein. Das kannst du selber sein. Das kann jemand in deinem Umfeld sein. Jemand könnte auch Schwierigkeiten damit haben, wie soll ich das sagen, negativ zu wirken. Ich kann mir vorstellen, dass es hier jemanden gibt, der nicht undankbar sein möchte oder jemanden gibt, der nicht pessimistisch wirken möchte. Jemand gibt, der versucht, immer das Positive in Situationen zu sehen. Aber wenn man etwas an einer Situation verändern möchte, dann muss man sich vielleicht erstmal eingestehen, dass es eventuell nicht alles so positiv ist, wie man es sich einredet. Okay. Für manche kann es hier um eine finanzielle Situation gehen oder eine berufliche Situation. Ich habe das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, der kreativ wird, wenn es darum geht, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich mehr beruflichen Erfolg sehen in der Zukunft. Beziehungsweise, wenn das hier mit dir nicht in beruflicher oder finanzieller Hinsicht resoniert, kann es sein, dass jemand sich überlegt, wie kann man hier mehr Vertrauen, mehr Stabilität, mehr Langfristigkeit in eine Verbindung reinbringen? Wie kann man sich gegenseitig mehr Halt geben? Ich sehe hier, dass jemand ein sehr, sehr starkes Fundament mit sich bringt. Jemand hat eine Menge Wissen und Erfahrung und inneren Halt auch, sage ich mal. Deshalb kann diese Person Verantwortung übernehmen. Deshalb überlegt diese Person, was sind hier mögliche Lösungen, weil das jemand ist, der einfach eine innere Stärke besitzt, sage ich mal. Deshalb, wenn das jemand in deinem Umfeld ist, dann glaube ich, dass diese Person dir sehr, sehr gut tun könnte, denn ich habe das Gefühl, dass das einfach eine reife und starke Persönlichkeit ist. Wenn das du bist, dann umso besser, weil ich sehe hier, dass du das Potenzial hast, in dieser Situation, die vielleicht aktuell noch nicht ganz zufriedenstellend ist, positive Veränderungen und Erfolg zu sehen, denn du hast alles, was es dafür braucht. Und wenn du dir noch überlegst, okay, wie kann ich was an meiner finanziellen oder beruflichen Situation verändern, dann wirst du vielleicht hier Lösungen finden. Ja, vielleicht brauchst du eine gewisse Frustration, damit du dir Gedanken darüber machst, was kann ich verändern. Aber wenn du erstmal darüber nachdenkst, wenn du erstmal recherchierst, wenn du erstmal kreativ wirst und deinen Gedanken freien Raum lässt, dann dürftest du hier wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten finden. Okay. Und auch eben was Verbindungen angeht, Beziehungen in deinem Leben angeht. Ich habe das Gefühl, jemand merkt dir, ich bin vielleicht doch nicht so zu 100% zufrieden. Vielleicht gibt es hier doch noch Potenzial, etwas auszubauen. Aber es ist gut, dass ich mir das eingestehe, weil ich habe hier vielleicht sogar schon ein paar Ideen, wie man das erreichen kann, dass es hier Veränderungen gibt, dass man sich näher kommt, dass man sich mehr vertraut. Ich weiß nicht, ob es hier einen Vertrauensbruch gab in einer Verbindung, dass jemand sagt, okay, wir müssen da jetzt wirklich mal bewusst dran arbeiten, weil wenn es im Hintergrund immer diese Zweifel gibt, dann könnte das diese Verbindung belasten. Aber was auch immer es ist, ihr findet eine Lösung, ihr findet Stabilität, beziehungsweise du, wenn es hier um etwas für dich persönlich geht, wie den Beruf, wie die Finanzen. Aber für viele sehe ich eben auch hier, dass das was mit einer Person zu tun haben könnte. Vielleicht gibt es hier Ideen,
wie jemand seine berufliche oder finanzielle Situation vorwärts bringen möchte, die dich beinhalten und darüber redet jemand mit dir? Oder es geht hier eben um eure Verbindung, die gefestigt werden soll. Aber das Schöne ist eben, jemand sagt hier, ich bin bereit daran zu arbeiten, ich bringe ein paar Ideen mit und das kriegen wir hin. Okay. Also sieht gut aus. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Brainstorming und alleine schon über Ideen nachzudenken wirklich zu etwas langfristig Erfolgreichem führen kann. Sei es zum Erfolg in dieser Verbindung oder sei es tatsächlich, dass ihr hier ein Projekt auf die Beine stellt oder du ein Projekt auf die Beine stellst, was sich für dich finanziell auszahlt. Aber ich glaube, dass einige hier in neue Bereiche vordringen, sich neue Gedanken machen, neue Ideen nachgehen und dadurch etwas finden, was für sie wirklich funktionieren kann, sehr, sehr gut funktionieren kann. Lass uns die drei der Münzen ansehen. Worum geht es hier mit der drei der Münzen bei dir im August, liebe Sternzeichen Löwe? Was kann dir die drei der Münzen hier noch zum August mitgeben? Auch hier Bemühungen und Zusammenarbeit. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass du hier mit Menschen zusammen an etwas arbeitest oder dir mit Menschen gemeinsam darüber Gedanken machst, wie ihr eine Situation voranbringen könnt. Ja, sei es eben in deinen Beziehungen zu überlegen, wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln, wie können wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen oder sei das beruflich, dass du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Aber das sieht sehr zufriedenstellend hier aus, okay? Nicht nur, weil vielleicht in dieser Konstellation neue Ideen aufkommen können, sondern auch, weil sich eure Energien sehr gut ergänzen. Auch beruflich, wenn du mit irgendeinem Unternehmen oder Kooperationspartner oder meinetwegen auch Kunden oder Klienten zusammenarbeitest, Arbeitskollegen. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch gegenseitig diese positive Energie und einen gewissen Antrieb gibt und dass das alles sehr, sehr harmonisch aussieht hier. Ich sehe auch innerhalb der Familie könnte es mehr Harmonie geben, beziehungsweise ich sehe einen Stillstand in einer Situation, über den du dich aber freuen wirst, okay? Es kann sein, dass es hier, ich sag mal, irgendein Problem oder Verhalten gab von jemandem, welches jetzt zu einem Stillstand kommt und wodurch die Familie, sage ich jetzt mal hier, aufatmen kann. Für manche kann das auch der Freundeskreis sein. Schau, wie es mit dir resoniert. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr euch hier gegenseitig unterstützt, dass eine Situation nicht mehr ganz so belastend oder dringlich auch irgendwo ist und dass dadurch etwas sehr, sehr entspannt sich hier anfühlt im August. Dass ihr auch wirklich, ja, die Gemeinschaft genießen könnt, Spaß haben könnt. Lass uns die Sechs der Kelche ansehen. Für manche kann es hier auch natürlich um eine Partnerschaft gehen. Ich habe zwar das Gefühl, dass hier für einige mehr als zwei Personen involviert sind, aber eventuell kann es ja auch um eine Beziehung gehen, wo einer von beiden irgendwie belastet war in der letzten Zeit und diese Belastung so ein bisschen nachlässt. Wie dem auch sei, lass uns die Sechs der Kelche ansehen. Worum geht es hier ungefähr in der letzten Augustwoche bei dir, liebe Sternzeichen Löwe? Was solltest du noch zum August wissen? Und zur Erklärung haben wir hier die zwei der Materialien, ja. Und die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage könnte für manche hier eine Rolle spielen, muss aber nicht sein.
Was spielt sich hier Ende August bei dir ab, liebe Sternzeichen Löwe? Was solltest du noch wissen? Okay, und dann haben wir die 3 der Inspiration. Ich sehe hier eine Situation, die ins Gleichgewicht kommt, die ausgeglichen wird Ende August. Vielleicht fühlst du dich irgendwie ausgeglichen. Ich sehe da ein, ich sag mal, inneres Gleichgewicht, was du hast, auf das du dich verlassen kannst. Aber ich denke, auch in deinem Leben könnte es Ende August etwas geben, was ausgeglichen wird. Falls es irgendwo eine Situation gibt, wo du das Gefühl hast, das ist noch nicht ganz im Gleichgewicht, das ist noch nicht ganz fair, das Geben und Nehmen passt hier nicht zu 100%. Ich kann mir vorstellen, dass da etwas, ich sag mal, in die Gänge gebracht wird, was dazu führt, dass diese Waage sich so ein bisschen ausgleichen kann. Interessant, ich habe gerade die Worte wahrgenommen. Gib dir einen Schubs. Sieht ja auch auf dieser Karte so aus, als würde diese Frau hier die Dominosteine anschubsen. Gib dir einen Schubs. Vielleicht sollst du selber eine Situation ins Gleichgewicht bringen. Vielleicht sollst du selber auf jemanden zugehen. Und da haben wir wieder das Thema Zugehen. Du sollst, glaube ich, nicht nur auf dich selber zugehen, auf diese neuen Seiten an dir, die du entdeckst, diese neuen Ideen und Möglichkeiten, die sich dir offenbaren. Vielleicht sollst du auch auf andere Menschen zugehen, besonders Ende August. Vielleicht gibt es da jemanden, der sich freuen würde, wenn du auf ihn oder sie zugehst, wenn du vielleicht, ja, versuchst, dir eine Situation zu bereinigen, zu klären. Wir Menschen hören es ungern, dass wir vielleicht auch selber manchmal Fehler machen. Es ist immer leichter, sich selbst davon zu überzeugen, dass andere Fehler machen. Aber ich bin ganz ehrlich mit dir, liebe Sternzeichen Löwe. Es könnte hier eine Situation geben, wo du dich vielleicht nicht oft genug bei jemandem meldest oder wo du einfach nicht so viel gegeben hast wie dein Gegenüber, wo du dir einen Schubs geben sollst und auf jemanden zugehen sollst, auf jemanden mehr eingehen sollst, weil ich habe das Gefühl, jemand würde sich hier wirklich drüber freuen. Aber du musst die Entscheidung treffen, das zu tun oder eben auch nicht. Aber ich glaube, wenn du ein Gleichgewicht hier möchtest, wenn du möchtest, dass diese Situation fair und ausgeglichen ist, dann musst du vielleicht dafür sorgen, dass das passiert. Für manche könnte es sein, dass Ende August irgendeine wichtige Entscheidung getroffen wird. Vielleicht sogar irgendwas Rechtliches, was sich hier abspielt. Ein Vertrag, der unterschrieben wird. Denn mit der Gerechtigkeit haben wir eben das Thema Recht und Gerechtigkeit, Urteile, die gefällt werden können. Und auch mit der 2 der Materialien. Ja, hier geht's auch darum, etwas ins Gleichgewicht zu bringen, beziehungsweise auch oftmals darum, Entscheidungen zu treffen. Ja, also irgendeine Entscheidung könnte hier gefällt werden und ich habe das Gefühl, dass die Karten hier sagen wollen, du spielst hier nicht unerhebliche Rolle. Ja, vielleicht gibt es hier auch noch eine andere Partei, die genauso eine Entscheidung treffen muss oder sollte wie du. Vielleicht kannst du diese Entscheidung nicht alleine treffen, aber ich denke, du wirst zumindest hier eine Rolle spielen. Du wirst zumindest einen Einfluss auf diese Entscheidung haben. Für mich kommt hier etwas durch, was von beiden Seiten letzten Endes vielleicht entschieden werden muss. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass du hier entscheidest, weil du bist eine dieser Seiten, so wie es aussieht. Aber
Ich meine, das alles liegt hier unter dem Glücksrad. Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen, die du im August triffst, sich langfristig sehr, sehr positiv auf dein Leben auswirken werden. Vor allen Dingen, wenn du dich dazu entschließt, irgendwelchen neuen Projekten nachzugehen. Wenn du dich dazu entschließt, Verantwortung zu übernehmen und Situationen ins Gleichgewicht zu bringen. Das fühlt sich fast schon an wie positives Karma. Wenn du auf Menschen zugehst, wenn du Dinge ins Gleichgewicht bringst und das vielleicht sogar in Situationen, wo natürlich nicht nur du schuld bist oder wenn es hier überhaupt Schuld gibt in einer Situation. Aber wie soll ich das sagen? Selbst wenn du nicht dafür verantwortlich bist, dass diese Situation so entstanden ist, wie sie jetzt gerade ist, trotzdem liegt es vielleicht an dir, diese Situation ins Gleichgewicht zu bringen. Aber deshalb wirst du auch dafür belohnt werden, weil manche sich hier vielleicht um Angelegenheiten kümmern, die nicht nur ihre Sache sind, die nicht nur deine Sache sind. Aber trotzdem, wenn du dich dem stellst, ich denke, du wirst belohnt werden. Denn diese Karten hier, die 10 der Münzen, die 9 der Münzen und auch die 10 der Emotionen, das sind Karten, die für mich definitiv für Erfolg stehen. Das ist das, was auf dich wartet, wenn du die Initiative ergreifst, wenn du dich bemühst, Dinge zu verändern, wenn du dich zubewegst auf diese neuen Aspekte deiner selbst, auf diese Möglichkeiten und auch auf andere Menschen. Ich denke, Teamwork wird besonders gut funktionieren. Und vielleicht ist es hier notwendig, dass du dafür eben auch auf andere Menschen zugehst. Besonders wenn du merkst, okay, hier gibt es vielleicht jemanden, bei dem ich mich öfter mal melden sollte oder dem ich mehr Zuneigung schenken kann, mehr Interesse entgegenbringen kann. Vielleicht habe ich jemanden in der letzten Zeit nicht so ganz ernst genommen und sollte das jetzt tun. Gib dir einen Schubs. Geh diese Dinge an, weil ich glaube, es wird sich für dich auszahlen. Ja, und ich sehe, dass du hier diesem Erfolg näher kommst, aber auch irgendwo neuen Seiten an dir näher kommst. Und ich habe das Gefühl, dass diese neuen Seiten, die du entdeckst, sehr viel mit Mut zu tun haben, mit Kreativität zu tun haben, mit auch irgendwo Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun haben, weil du dich traust, diesen Dingen nachzugehen, anstatt nur darüber nachzudenken. Du kannst hier Dinge definitiv verändern diesen Monat. Du trägst letzten Endes auch die Verantwortung dafür, dass sich Dinge verändern können, weil ich glaube, dafür braucht es dein Zutun. Aber ich denke auch, dass du gerne deinen Teil dazu beiträgst, dass etwas funktioniert. Ich glaube, du wünschst dir auch gar nicht, dass Dinge irgendwie aus heiterem Himmel für dich passieren und sich hier irgendein Wunder abspielt. Ich glaube, insgeheim möchtest du auch stolz sein können auf diese Erfolge, die du in Zukunft sehen kannst. Und deshalb hast du kein Problem damit, auch etwas zu tun für den Erfolg, nach eben Möglichkeiten und Lösungen zu suchen. Ich hoffe, das macht Sinn. Lass uns noch eine Starseed-Karte dazulegen, liebe Sternzeichen Löwe. Was können dir die Starseed-Karten hier noch mitgeben? Und wenn du wissen möchtest, wie es bei dir in der Liebe diesen Monat aussieht, beziehungsweise wie es auch nach dem August in der Liebe weitergeht, hier, dann kannst du den Link unten in der Infobox anklicken zur weiterführenden Legung. Denn dort schauen wir uns nochmal an, mit wem du es in der Liebe diesen Monat spezifisch zu tun hast, was die Eigenschaften dieser Person sind und wie sich eure Verbindung in der kommenden Zeit entwickelt. Vielleicht könnte es hier jemanden geben, der mit dir etwas klar und deutlich bespricht und diese Verbindung in eine positivere Richtung führen möchte, mehr Vertrauen, mehr Stabilität in eurer Verbindung haben möchte. Vielleicht gibt es hier eine Situation, die sich in eine harmonischere, entspanntere Richtung entwickelt, weil ein
Problem hier quasi pausiert. Wenn diese Dinge mit dir resoniert haben, dann würde ich dir die weiterführende Legung zur Liebe empfehlen. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall We the Haters mit dem Thema Deep Love, Mother's Milk, Birth as a Portal. Hier geht es um die Geburt und nicht die biologische Geburt. Ich meine, für manche könnte das auch irgendwie resonieren, aber hier geht es vor allen Dingen darum, etwas auf die Welt zu bringen. Und das kann eine Idee sein, das kann ein neues Projekt sein, das kann der Erfolg einer Beziehung sein. Aber irgendetwas Neues bringst du hier auf die Welt, gegebenenfalls mit anderen Menschen zusammen. Und ich glaube, dass das zu etwas sehr, sehr Großem anwachsen kann. Okay, ich denke, der August ist ein sehr, sehr guter Monat, um dich auf neue Ideen, neue Aspekte, neue Möglichkeiten zuzubewegen. Und deinen Erfolg zu kreieren. Also, liebe Sternzeichen Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen August.